unsere kreativen Timelines haben sich ja mal so überschnitten mit diesem Lan-Horn-Scheid zum Beispiel. Ja, das habe ich in der Willi gesehen. Das ist mein Flow, das ist meine Inspiration, das hält mich ruhig. Auch den Wahnsinn in der Welt, der einen ja total nervös machen kann und ängstlich. Hallihallo, also ich bin die Michelle und ich bin 8-mal geboostert. Für dich ist die KI gar nicht so eine riesige Gefahr wie für viele andere. Alle Normies immer wieder sagen ja, dann wissen wir gar nicht mehr, was wir glauben können. Ey, check yourself. Wir wissen das doch jetzt schon. Ja. Durch das Erschaffen verweigere ich die Frequenz des Sklaventums und sage, nee, ich packe jetzt was in die Welt, mach damit, was du willst, hass mich, lieb mich, aber ich gehe in die Erschafferfrequenz. Warum ich mein Snickers nur mit Links esse, das erfahrt ihr heute. Ich würde sagen, let's go. Wir treffen heute nämlich den Nummer 1 Verschwörungstheoretiker-Comedian deutschlandweit. Um wen geht es heute? Um keinen geringeren als um Willi. Wir schauen mal, ob er heute da ist, ne? Sind Sie vom Verfassungsschutz? Ja. Ach Mensch, du, ich kenne dich doch von YouTube. Ich kenne dich auch irgendwoher. Ja, grüß dich. Ein Gonnan. Richtig. Hi. Das ist der Willi. Ich habe dir was mitgebracht. Ach. Man darf ja nicht mit leeren Händen kommen. Vielen Dank. Aber nur in der linken Hand halten, bitte. Ja, natürlich. Ha, ich bin's. Snickers in der linken Hand. Mhm. Ja. Nee, freut mich, dass wir heute hier sind. Hier ist also dein Office. Yes, hier ist mein Atelier, mein Inkubator für subversive, demokratieschädliche Ideen und Spielspaß und Schwurbel. Ja. Ja, ich sag Conspedian zu mir, Conspiracy Comedian. Einfach irgendwie, ja, den ganzen Wahnsinn irgendwie witzig darstellen. Nicht immer witzig, manchmal auch ernst, aber lieber witzig machen, sonst gibt es sofort Ärger. Und ja. Man muss ja also jeden Tag Angst haben, dass der Verfassungsschutz vor der Tür steht. Ich weiß nicht, irgendwann wird er hier stehen, aber ich werde dann einfach eine KI vor die Tür schicken, die mich emuliert und sagt, nö, ich bin gar nicht Willi. Ich bin Larry. Was wollen sie eigentlich? Ja? Ich muss wirklich sagen, ich kenne dich gar nicht so lange wie mein Kameramann, der dich schon seit der 6. Klasse kennt. Kenne ich erst seit 1, 2, 3 Jahren, 7. Klasse, ja. Mhm. Und ich habe dich kennengelernt durch meinen Vater tatsächlich. Mhm. Durch die Generation Boomer, die gesagt hat, Michelle, schau dir das mal an. Und es ist ja immer so, wenn der Vater was sagt, ey, guck dir das mal an, dann denkst du dir so, verstehst nicht, was ey, cool ist, Mann. Keine Ahnung. Und da habe ich es mir angeguckt, ich fand es so geil, weil es genau meinen Humor getroffen hat. Und ja, ich glaube, er ist jetzt sehr stolz, dass ich heute hier bei dir bin. Snickling verbindet Generationen. Aber das ist tatsächlich, das freut mich, das ist schön, weil ich kriege das mit. Ich kriege irgendwie Mails von 14-Jährigen, nicht wie ihr denkt. Ich kriege Mails von 84-Jährigen, auch nicht wie ihr denkt. Und die schreiben alle, ey, mir macht es Spaß und ich mache es auch nicht für eine Zielgruppe, so für irgendwie 26-Jährige, die sich eine neue Kamera kaufen wollen, sondern ey, wer es versteht, versteht. Und ich glaube, dass bei den meisten Sachen ist was für alle da, aber freut mich. Und Gruß an deinen Vater. Mhm. Mhm. Grüße an dich. Und die Zeitung, die du mir zugeschickt hast, die Willi, die ist wirklich jetzt, also das war wirklich eine Ausgabe, die generationsübergreifend jetzt weitergegeben wurde von meinem Vater zu meinem Opa. Aber immer von Toilette zu Toilette. Von Toilette zu Toilette, so ist es gedacht. Weil auch Toiletten sind ein Ort des Vertrauens. Du gehst nicht auf jede Toilette. Nee. Und du Familie, setzt dich auch nicht immer auf den Rand. Nein. Familien teilen Toiletten, weil sie Arschvertrauen haben. Ja? Und es ist so, und da liegt dann was und dann, was ist denn das? Und dann hast du eine schöne Zeit. Dann hast du, und das ist mein Auftrag, Leuten eine schöne Zeit auf der Toilette zu geben. Weil sonst gucken ja alle aufs Handy. Ja, genau. Übrigens, wenn ihr jetzt auf den Link klickt, dann kriegt ihr alle, wie viel Prozent geben wir? 2%? Nö, gehen wir mal so 8%. Okay, wir brauchen aber irgendwie so eine komische Zahl. Ich würde das würde besser passen, so 8,8% auf die Willi mit dem Code. Eingolan 8,8. Ja, dürfen wir hier mal so ein bisschen aber rumlaufen? Aber natürlich, guckt euch um. Wow. Ihr könnt alles mitnehmen, ihr könnt euch alles ausleihen. Ja, wir können gut, mit dann allen würde ich reden. Dich jetzt erstmal rausschmeißen, ich würde das hier nehmen. Denn so ein eigenes Studio zu haben, das finde ich richtig, richtig geil. Vor allem, ich merke das selber bei mir, also du hast ja auch schon gesagt, du arbeitest jeden Tag. Das ist natürlich extrem viel. Leute, so viel, weißt du, so 2-3-minütige Videos können manchmal so viel Zeitaufwand sein. Mann, ich liebe meine fucking Arbeit. Ich würde am liebsten, also ich meine, man hat ja noch andere Sachen, die schön sind, aber einfach das finden, was man liebt. So. Und man liebt es auch nicht jede Minute, aber man macht es jede Minute. Man ist halt immer dran und es ist wie ein Schwertkämpfer oder wie ein Turmspringer oder wie ein Leichtathlet. Du musst halt immer dranbleiben und wenn du merkst, ey, das erfüllt mich nicht mehr, okay, dann guck dich um. Mhm. Dann änder es oder änder deine Herangehensweise oder änder vielleicht das Genre oder wie du es machst. Aber ich brauche das jeden Tag. Das ist mein Flow, das ist meine Inspiration. Das hält mich ruhig. Auch den Wahnsinn in der Welt, der einen ja total nervös machen kann und ängstlich. Wie mit so einem Medikament, aber das Medikament ist Kreation, einfach so voll
zu verarbeiten und wegzulassen, rauszulassen auf eine andere Form. Und deswegen ist das mein Go-To-Zeug, so, ja. Aber schon ganz, ganz lange. Möchtest du denn auch immer in Berlin bleiben? So, ist das jetzt so dein Ding? Oder könntest du dir auch vorstellen, ey, irgendwann ist das wirklich zu verrückt, doch ein bisschen weiter weg? Ich weiß nicht, ich empfinde Berlin ehrlich gesagt gar nicht als so crazy Shithole, wie alle sagen, weil ich einfach, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit draußen in Berlin, sondern ich habe halt so meine Orte, wie jeder, so meine Wege. Und das ist für mich halt so der normale Modus. Aber wenn ich ehrlich bin, ich könnte es mir vorstellen, auf einer griechischen Insel in so einem kleinen Strandatelier auch mein Zeug zu machen, wäre auch ganz schön. Ja. So. Jetzt hast du ja auch Familie und du bist ja selber Vater. Ich glaube, das wäre dann bei mir so eher der Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal Kinder habe, so jetzt was die Schulen angeht und so, jetzt haben wir lesbische Schulen und was auch immer, Kindergärten, noch schlimmer. Und da würde ich mir dann denken, manchmal so, boah, wenn ich irgendwann Kinder habe, ich weiß nicht, ob ich das hier so gerne machen würde. Ja, nachvollziehbar. Also ich glaube, Kinder nicht in so urbanen Ballungsräumen auf dem Land, vielleicht auch in anderen Ländern, kriegen so eine eher wieder so eine pure, so eine kindgerechte Erziehung, auch was Kindergarten und Schule angeht. Du kannst dein Kind nicht schützen vor all dem Filth, der da draußen ist, aber du kannst einfach dem Kind eine Perspektive drauf geben, so wie man selber ja auch hat. Ne? Wie war das als in deiner Kindheit? Also wie wurdest du so erzogen und was meinst du, was war so der größte Impact und das Beste, so was du von deinen Eltern mitbekommen hast? Also meine Eltern hatten beide eine sehr turbulente Kindheit, würde ich mal sagen. Die sind beide in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen. Also mein Vater ist in Berlin geboren, aber dann sind die aus Deutschland geflüchtet in den 30ern nach Lettland. Der war im Gulag, im richtigen Gulag, 12 Jahre. Und das hat so unsere Familie und mich auch geprägt. Mann, mit wie wenig ist mein Vater klargekommen in meinem Alter? Mit wie wenig brauchen Leute eigentlich, um zu überleben? Und auch glücklich zu sein oder zu lachen. Das hat mich sehr geprägt und dafür waren meine Eltern, gerade mein Vater, aber sehr, sehr locker, tolerant und aber vor allem anti-Bullshit. Und das habe ich mir mitgenommen. Dieses, lass dir keinen Scheiß erzählen. Alle haben Unterhosen an, gehen zu Hause aufs Klo, trinken Kaffee, gucken Fernsehen. Egal, wie die Leute tun auf Oberexperte oder moralische Instanz, ey, guck den Leuten in die Augen und prüf einfach, ist da Bullshit oder ist da Wahrheit so? Und das ist, und das versuche ich auch in meiner Kunst zu machen. Also, du musst nicht alles schlecht machen und dich über alles lustig machen, aber das Level an Bullshit ist so krass hoch geworden, dass man eigentlich nur noch reinpieksen muss und dann zerfällt das Ganze, ja. Vielleicht an die jüngeren Zuschauer hier, lasst euch nichts von irgendjemandem sagen, der Experte ist. Also scheißt auf Autoritäten. Damals hatte ich, als ich mal kurz studiert habe, da musste ich auch mal ein Video schneiden und das abgeben. Und ich habe dafür eine 4- bekommen. Mhm. Ich habe so geweint, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Aber die haben einfach gesagt, das ist schlecht. Mhm. Dann habe ich gesagt, warum ist es denn schlecht? Und dann hat er gesagt, ja, das ist mir zu schnell geschnitten, das ist zu modern. Und dann habe ich gesagt, ey, ich würde dem heutzutage so gern zeigen, dass ich jetzt mach alle das. Meine Videos selber schneide. Also mit dem Video. Hier, du Arsch. Weil Autorität an sich ist nichts Schlechtes, aber ey, die musst du dir auch erarbeiten. Nur weil du der Lehrer oder der Polizist, sorry Bullen, oder wer auch immer der Bundeskanzler bist, das bedeutet gar nichts. Du wurdest einfach, du bist da irgendwie in die Position gekommen, aber es gibt Leute, die haben sich das erarbeitet, weil sie gut sind in dem, was sie machen. Und vor denen habe ich Respekt. Ist lustig, unsere kreativen Timelines haben sich ja mal so überschnitten. Sie sind nicht zu nahe genommen, Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Okay. Lan Hornscheid zum Beispiel. Ja, ja. Das habe ich in der Willi gesehen. Das war super lustig. Vielleicht kann man das sogar aufschlagen. Das war einfach dieses eine Video. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Ey, da kannst du dir nur am Kopf holen. Ja, aber es ist halt auch ein Meme. Es ist halt ein living Meme, ja? Genau, das ist aus der Willi. Exklusiv in der Willi, die Actionfigur Lan Hornscheid. Das ist so geil. Aber ja, es gibt ganz viel von diesen Kämpfern für die gute Sache. Jeder Mensch denkt, er kämpft für die richtige Sache. Keiner kämpft bewusst für die falsche Sache. Ja? Und jeder hat so seine Kämpfe und da sind wir gerade, dass es einfach keinen Konsens gibt. Okay, wir haben vielleicht den Konsens, du sollst keinen anderen umbringen. Ansonsten haben wir keinen Konsens. Wir haben einfach verschiedene Ideologien, Lebensweisen. Ja, man kann offen für das andere sein, aber trotzdem, ey, wenn es für mich Bullshit ist, dann... Diese ganze woke Szene, wenn man die mal alle in den Topf packen möchte, nur entstanden ist, weil einfach viele so den Glauben verloren haben. Es ist ja egal, an was man glaubt, an wie man glaubt oder dass man überhaupt oder auch keine Werte mehr hat. Und deswegen haben wir da einfach so viele Jugendlichen, die einfach dieser Wokeness so hinterherlaufen. Und das ist jetzt das, woran wir glauben. Und die Geschlechter sind auf einmal so viel wichtiger als das, was ich wirklich kann als Mensch. Ich habe mir versucht zu erklären, warum so viele Menschen einfach abdriften und irgend so einem Schwachsinn hinterherlaufen. Das ist ganz einfach. Jede Generation braucht ihren... Es gibt dieses englische Wort Cause, es ist aber Kampf oder Krieg, aber es ist auch nicht so richtig. Jede Generation braucht ihren Cause, ja. 68er hatten ihr Ding und die in den 90ern hatten irgendwie auch ihr Ding. Und heute gibt es nicht mehr diesen übergreifenden Cause, also das, wofür die Jugend so kämpft, ab und zu dann beim Krieg natürlich, pro Dings, pro Dings.
Und das ist eine Ersatzreligion geworden. Das ist so, guck mal, du glaubst doch bestimmt nicht an die olle Bibel, du glaubst doch bestimmt auch nicht deinen Eltern. Wir haben hier was vorbereitet, also wir, irgendwelche US-Thinktanks an Colleges, die ein bisschen Bevölkerungskontrolle machen wollen. Wir haben hier schon die ganzen Worte, da steht woke, da steht genderneutral, da steht irgendwie für jeden Fall, wo dich jemand angreift, steht da schon was. Und das musst du nur übernehmen. Wir haben auch schon eine Flagge, wir haben auch schon eine Frisur, wir haben auch schon eine Art, sich anzuziehen, zu reden. Wir haben alles. Wir haben dein ganzer Tag ist geregelt. Du kämpfst gegen das Böse. Das ist natürlich sehr attraktiv. Aber das ist so geil, dass du mit deiner Arbeit einfach alles, was gerade da draußen passiert, auch wie verrückt das ist, du kannst ja alles durch die Comedy einfach so verdrehen. Ja, fast alles. Ja. Und das ist irgendwie so der Schlüssel, habe ich das Gefühl. Weil ich versuche auch immer, manchmal bin ich so, boah, was passiert hier schon wieder und was geht hier ab? Mhm. Und wenn man dann aber Witze darüber macht, das so von der witzigen Seite betrachtet oder deine Videos guckt, das ist so, ich bin danach einfach entspannt, weil ich denke mir, ja, wenn man das jetzt so anguckt, so schlimm ist es dann doch nicht. Oder wenn man sich drüber lustig macht, dann kann man irgendwie das auch viel besser verarbeiten, habe ich das Gefühl. Und das finde ich richtig cool an deiner Arbeit, freut das wollte ich mal gesagt haben. Ich kriege ganz oft als Kommentar, ganz, ganz oft, wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich jetzt drüber lachen. Oder sehr so. Witzig, aber bleibt mir im Halse stecken, das Lachen. Und ich verstehe das total, weil mich reizen auch nur, ich bin schon sehr, würde ich sagen, vulgärer Mensch, aber das, womit ich mich befasse, das sind alles sehr darke und große und krasse Themen. Also mich interessiert nicht Comedy über Chef und Angestellter oder ich hatte meinen Kaffee noch nicht heute Morgen oder sowas. Es gibt ja auch Leute, die sowas machen, ne? Und deswegen ist da immer sehr viel, sehr komplexe, große Dinge, die dann irgendwie gebrochen werden und dann ist halt immer wie des Kaisers neue Kleider. Also, ey, da ist ein Typ, der hat nichts an. That's what's happening. Da ist nichts drumherum. Nee, es gibt hier keine, nee, es ist so. Und eigentlich versuche ich die Dinge einfach nur mit etwas Fantasie aufs Wesentliche runterzubrechen. Und ich glaube, das hilft Leuten, weil sie kriegen ja auf der anderen Seite ständig durchs Radio, durch den Fernseher, durchs Internet immer oder sehr oft leider bei uns dieses Monotone, das ist richtig, das ist falsch. Und sie fühlen aber, ey, eigentlich fühlt sich das gar nicht falsch an. Für mich fühlt sich das total richtig an. Warum bin ich denn so ein Monster, dass ich sowas denke? Und dann versuche ich einfach, ihnen das Gefühl zu geben, ey, nimm das einfach nicht so ernst, wie Leute dich einordnen oder was sie dir sagen, was richtig und falsch ist, weil das ist nicht Gott, der das sagt. Das sind einfach irgendwelche Menschen mit Unterhosen. Ja. Und für mich ist es ja auch ein krasses Ventil, so den ganzen Wahnsinn zu verarbeiten. Mhm. Also wenn ich einfach nur konsumieren würde und immer gucken, ey, was trendet gerade und was ist gerade Thema, dann würde ich ja völlig durchdrehen. Und darüber redet keiner, Mann. Wir haben super viele Depressive, wir haben super viele Suizide, wir haben super viele auch junge Leute, die nicht klarkommen, die Hilfe brauchen, die Medikamente brauchen, die Gemeinschaft brauchen und es wird ja nicht so thematisiert, ne? Und ich neige auch ab und zu einer gewissen Darkness in meinem Kopf, gerade im Winter, wo ich mich echt richtig anfeuern muss, um überhaupt zu funktionieren. Also wirklich, um aus dem Bett zu kommen, um mich um mein Kind zu kümmern, um für meine Family da zu sein. Und das kann ich nicht, wenn ich ein Opfer bin von dieser Propaganda um mich herum. Das zieht mich nur runter, gibt mir ein schlechtes Gefühl und sagt, eigentlich bist du egal, die Welt geht vor die Hunde, geh mal zur Rewe und kauf deinen Hack und ansonsten halt die Fresse. So, okay, komische Zusammenfassung. Ja, nein, aber das passt richtig gut. Dann muss ich was erschaffen. Ich muss durch das Erschaffen, verweigere ich die Frequenz des Sklaventums und sage, nee, ich packe jetzt was in die Welt, mach damit, was du willst, hass mich, lieb mich. Aber ich gehe in die Erschafferfrequenz und nicht in die Sklavenfrequenz. Das ist ganz wichtig. Mich würde aber echt mal interessieren, wenn wir jetzt mal ein neues Fass aufmachen, wie lange brauchst du so für so einen Clip, der 2-3 Minuten geht? Oder kannst du uns da mal dein Programm zeigen mit der KI, wie man das alles machen kann? Weil ich habe da irgendwie gar keinen Plan von. Kann ich machen. Aber das heißt, theoretisch könntest du jetzt mich, weil es halt Videos von mir im Internet gibt, irgendwie alles da in dieses Programm saugen und sagen, hallo, ich bin Michelle, ich wähle jetzt die Grünen und ich lasse mich jetzt noch mal 5-mal boostern. Das ist super easy. Ja, hallihallo, also ich bin die Michelle und ich bin 8-mal geboostert. Und ihr solltet das auch, weil, die Regierung hat gesagt, das macht man so. Okidoki, dann noch viel Spaß auf meinem Kanal. Tschüssikowski! Aber zeig uns gerne mal so ein paar Dinger. Also ich glaube, viele wird das interessieren, weil ich auch wirklich gar keine Ahnung habe von der Materie. Okay, dann kommt ihr jetzt dahin, wo noch keiner war. Ich werde nämlich oft gefragt. Im Grunde ist es ganz einfach. Also du nimmst einfach eine Minute von irgendeinem guten Audio,
räumst es ein bisschen auf, fütterst es hier rein. Ich bin ein Riesenfan hier von Kinski. Mhm. Das habe ich vom alten Interview von ihm genommen, habe die Hintergrundgeräusche entfernt. So. Es ist auch wichtig, dass du nicht einfach Text eingibst. Du musst die Person auch channeln. Du musst überlegen, benutzt sie viele? Ja, na, okay, wie redet sie? Was für ein Deutsch benutzt sie? Zum Beispiel Kinski hat sich immer sehr fein, sehr gut ausgedrückt mit vielen interessanten Worten. Ja, nicht so, ich bin hier heute aufgewacht, habe ein Bier gesoffen. Also musst du die Sprache auch ein bisschen emulieren. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. So, naja, ich glaube. Also, nicht. So, jetzt haben wir hier diesen ganz einfachen Satz. Ja, Clown. So, also schon mal so ein bisschen formuliert. So. Ich glaube also nicht, dass man das so sagen kann. Ich will ja auch nicht behaupten, dass das also ein Scholz, verstehen Sie, ein Clown ist. So, und dann drücke ich jetzt auf Generate und gucke, was rauskommt. Wenn wir Glück haben, kommt irgendwas raus, was man benutzen kann. Wenn nicht, zumindest 2-3 Worte, die man benutzen kann. Achso, das heißt, man sitzt dann echt ewig lang da. Ich glaube also nicht, dass man das so sagen kann. Sie würden ja auch nicht behaupten, dass also ein Herr Scholz, verstehen Sie, ein Clown ist. Also das ist schon 85% Klaus Kinski. Das ist richtig gut. Jetzt sind hier einige Stellen, wo zum Beispiel das Verstehen Sie, das will ich dann schnell haben. Dann mache ich nochmal ein Verstehen Sie. Aber so arbeitet man sich so. Und ich gehe da auch so ran. Also ich habe vorher kein Skript. Ich weiß, heute mache ich was mit Kinski. Ich weiß aber noch nicht, worum es geht. Und ich lasse den so ein bisschen mit mir sprechen und führe was hinzu. Vielleicht bin ich da auch ein Soziopath. Aber ich gucke, dass es möglichst original bleibt. Ah, der will gerade in die Richtung Bundesregierung. Okay, dann lasse ich ihn da was sagen. Und dann entwickelt sich das. Das ist wie so ein bisschen wie ein Roman schreiben. Und manchmal machst du es auch nicht zu gut. Du machst es auch nicht so gut, wie es eigentlich ginge. Einfach damit noch ein bisschen klar wird, ey Leute, ist alles noch Comedy. Ja, der Kern dahinter ist ernst. Aber ich will jetzt auch nicht nur Leute reinlegen und täuschen. Darum geht es nicht. Es geht darum, eine neue Version der Welt aufzuzeigen, die interessant ist und aber auch etwas sagt über unsere Welt. So. Irgendwann werden wir bestimmt eine App auf dem Handy haben, wo wir dann irgend so einen Text reingeben. Hallo, wie geht's? Ich bin Klaus Kinski. Und dann ist schon alles fertig mit Video und Ton. Hast du da so ein bisschen Respekt vor? Weil dann ist ja deine Arbeit irgendwie, ist ja dann weg, oder? Ich finde das geil. Dann muss ich halt weiterdenken. Also es gibt immer diese Early Adopter Phasen, wo Leute, irgendwelche Nerds, also in jedem Bereich, in der Wissenschaft, in der Kunst, irgendwelche neuen Tools haben und dann dieses halbe Jahr oder ein Jahr haben, wo sie die Ersten sind. Und es wird wirklich so sein, also in kurzer Zeit, vielleicht in 12 bis 15 Monaten, dass du auf deinem Handy diese App hast, du musst nichts mehr trainieren oder lernen. Du sagst einfach, Hulk Hogan, 80s Hulk Hogan redet über Annalena Baerbock, 1 Minute 24, go. Und dann wird alles generiert und du hast es einfach. Und es wird so gut aussehen, dass keiner mehr sagen kann, das ist nicht echt. Und es wird alles stimmen und dann kommt dieses Problem, wovor Leute jetzt seit Jahren warnen und was auch immer, die alle Normies immer wieder sagen, ja, dann wissen wir gar nicht mehr, was wir glauben können. Ey, check yourself. Wir wissen das doch jetzt schon nicht. Ja, ich wir werden seit sagen, Jahrzehnten, ja. seit Jahrhunderten von irgendwelchen Medienmachern oder Eliten oder Päpsten oder Lehrern verarscht mit irgendwelchen Informationen. Ob es jetzt Mund zu Mund ist, Geschichten, Bücher, Bilder, du brauchst diese KI nicht, um die Leute weiter zu verwirren. Aber es ist natürlich leichter. Mhm. Also es wird natürlich mehr Verwirrung geben. Ich meine nur, wenn du bis jetzt nicht geschnallt hast, dass da draußen 90% Verarschung ist, dann würde dich auch eine fehlende KI nicht davor retten. Dann werden die Leute immer wieder sagen, was du zu denken hast. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch so, dass es einigen wieder nützt, dass da viel Verwirrung draußen ist. Da kann man aber jetzt ewig reingehen. Sei ab. Für mich ist es einfach kreativ total befreiend und schön, so mit berühmten Menschen so ein Theaterstück zu machen. Ja. Es ist sowieso, ich habe hier so einen Film, mein Budget ist $5. Herr De Niro, würden Sie mal bitte reinkommen? Herr Pacino? Herr Denzel Washington, kommen Sie mal, setzen Sie sich mal hin und du drehst einfach einen Film mit dem. Ja. So. Das ist krass. Ja. Also, du hattest das schon mal in einem Interview gesagt, für dich ist die KI gar nicht so eine riesige Gefahr wie für viele andere. Also, es ist ganz schwierig. Also, es ist wirklich, ich habe es auch schon mehrmals gesagt, die KI an sich, wir wissen einfach nicht, wohin es führt. Es kann eine riesengroße Katastrophe werden. Es kann aber auch eine Utopie werden. Es kommt darauf an, was in den nächsten 2, 3, 4 Jahren passiert, wie Leute das nutzen. Und dass aber auch Leute ihre Fantasie mal benutzen und nicht immer nur glauben, dass die Roboter uns versklaven werden und dass Menschen unnütz sind, sondern dass es auch etwas Wunderschönes darin gibt, dass Menschen vielleicht frei sein werden von Bullshit-Arbeit, medizinische Versorgung kriegen werden auf höchstem Niveau,
untereinander connected sind, vielleicht viele Probleme gelöst werden. Also es ist wirklich beides. Es hat wirklich das Potenzial für beides. Und auch hier, Militär und Staaten werden denken, ja geil, wie können wir das nutzen, um die Leute weiter zu kontrollieren? Und irgendwelche Erfinder und gute Seelen werden sagen, ey, wie kann ich es benutzen, um die Menschheit zu befreien? Also wirklich, wie mit dem Messer. Du kannst mit dem Messer Leben beenden, du kannst aber auch Leben beginnen, indem du die Nabelschnur durchtrennst. Ja? Mhm. Also das werden wir sehen. Ich bin da wirklich zu 50% Optimist, zu 50% Pessimist. Kreativ ist es für mich gerade eine absolute Goldgrube. Und was das andere angeht, da bin ich sehr, 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 sehr sensibel für alles, was sich da entwickelt. Nimm das auf und noch kann ich nicht genau sagen, wo es hingeht. Aber es hat beide Potenziale. Boah, das ist echt spannend. Wir werden dann sehen, was passiert. Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal eine Runde raus, würde ich sagen. Yes. Um, hier in den echten Wald, in den nicht Garten. Nur in den Fake-Wald. So, das ist jetzt der KI-Wald quasi, aber wir beamen uns jetzt dahin. Ja. So, wir sind jetzt im echten Wald angekommen. Ja. Das ist auch mal wichtig, sich so eine Auszeit zu nehmen von der fast realen Welt, die gerade im Internet kreiert wird, zu der richtig realen Welt. Wobei, vielleicht ist es auch nicht real. Allerwichtigste, ne? Ich denk manchmal so drüber nach, hallo Hundi, wie lange es noch dauert, bis man einfach so in so einen Wald oder Park gehen kann. Weil das ist ja noch so das letzte Ding. Du musst ja überall was kaufen, was bezahlen, Abo, dich freischalten lassen oder den richtigen QR-Code haben. Und das ist noch so, du gehst einfach irgendwo hin, es ist schön, du atmest, aber wie lange meinst du, ist es noch so? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich merke das gerade in Berlin, ist das richtig krass. Also ich habe mal im Wedding gewohnt und ich musste vor meiner eigenen Haustür auch irgendwann Geld bezahlen, dort zu parken. Mhm. Und es ist ja überall, so hast schon recht. Egal wo man ist, man muss Geld dafür bezahlen. Ja. Ich hoffe, es wird noch einige Jahre so weitergehen, aber ich meine, die könnten es auch einfach machen, wir würden wahrscheinlich einfach mitmachen. Also. Ja, deswegen ja, einfach mal so, es hört sich immer so komisch altertümlich an, aber es ist echt wichtig so. Du musst einfach wieder zu den Elementen, du musst vor allem diese Farben sehen, also nicht diese virtuellen Bildschirmfarben von Kauf, 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 Empörung, 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 Klicks, 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 sondern so Baum. Mhm. Ich bin ein Baum. Ja, ich produziere Sauerstoff. Mal einen Baum umarmen oder ja, so. Ja, das habe ich hier schon mal gemacht. Ja, geil. Ja, 9 Monate später ist meine Tochter geboren. Deswegen ist es unser Lebensbaum. Ja. Süß. Genau, einfach, ich bin ein Baum, ich produziere Sauerstoff. Was machst du so? Was sind deine Hobbys? Ja, also Serien gucken und kiffen. Und ich freue mich eigentlich jeden Montag schon aufs Wochenende. Ja, oh Gott. Das ist so mein Lebenselixier. Das ist so mein Sinn im Leben. Da darf man nicht hinkommen. Nee, das finde ich auch schlimm. Aber ich habe das Gefühl, auch so jetzt in meinem Umfeld, ich kenne so viele, die auch wirklich, ja komm, ich mache jetzt hier die Ausbildung, weil was soll ich machen? Und irgendwie keine Motivation überhaupt, irgendwann mal was anzufangen, aber auch keinen Sinn, geile Ausbildung zu machen oder irgendwas zu machen, weißt du? Ich sage es euch jetzt mal, ich habe es schon mal gesagt. Aber wenn ihr das jetzt guckt und denkt, ey, ich weiß doch einfach nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ja, Papa sagt immer, mach eine Lehre. Und Mama sagt, mach doch das in dem Geschäft, was dir Olaf angeboten hat. Scheiß auf Olaf, scheiß auf die Lehre. Mach dein Ding. Ey, wenn die Lehre dich glücklich macht oder Olaf, dann mach das. Aber frag dich nicht so viel. Wirklich, jetzt ist die Zeit, Mann. Ja. Du bist jung, du hast Kraft. Du musst noch nicht 6 Mäuler versorgen oder 4 Mieten zahlen, so wie ich. Sondern du bist jung, nutze das. Und keine Ahnung, nimm dir einen Johnny oder meditiere. Oder ess Nutella und denk so lange nach, bis es einen Ausschlag gibt. Oh, also kein Pickel, sondern so ein Herzausschlag. Positiver, oh, ja, kein Herzinfarkt. So, oh, da passiert irgendwas, da ist irgendwas Geiles für mich. Und diesen Weg gehst du da und mach dir nichts vor. Es wird Jahre dauern, bis du richtig gut bist, aber es wird sich lohnen. Anstatt, dass dich irgendein Chef anbrüllt. Oh, und wo ist denn der neue Bericht hier? Aber das ist auch so geil, weil du machst wirklich einfach das, worauf du Bock hast. Und du hast ja auch durch deine Willi zum Beispiel deine eigene Zeitschrift. Wie geil ist das erstmal? Ich finde das super geil, wenn man etwas noch physisch in der Hand hält. Und das ist komplett antizyklisch, aber du hast es einfach gemacht und es läuft auch, weil die Leute wollen das auch anscheinend wieder haben. Weil es da auch einfach so einen Ausschlag gab, weil es da so ein Gefühl gab, so wie verrückt wäre es eigentlich, wenn du jetzt als Internet-Creator einfach so eine komische Zeitschrift rausbringst. Und da ist mein Herz gesprungen und ich wusste, genau das musst du machen. Ja, richtig geil. Selbst wenn man denkt, okay, das ist jetzt gerade nicht in der Mode, das ist gerade nicht angesagt. Einfach trotzdem machen, wenn das Herz sagt, ist das Richtige. Und wie geil ist das? Ich finde, das fehlt mir auch voll so. Oder alleine, dass du heutzutage durch irgendwelche Abos einfach alles haben kannst. Die Leute sind ja überflutet mit zu viel, was sie sich angucken können, was sie teilen können. Das ist einfach zu viel. Darf deine Tochter ein Handy haben oder hast du da irgendwie so eine... Nee, die ist noch 6, also wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Aber es gibt auch Leute, die schon mit 3 ein Handy haben. Ja, natürlich. Ey, muss man wissen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das Kind wird dadurch ein dummer Storch, aber... Nee, das nee. Ich meine, es ist gerade dieser Punkt. Dieser Point in Time, wo
Dinge, von denen man dachte, die werden ewig so sein. Einfach nicht mehr so sind von heute auf morgen. Es kann sich alles verändern. Und von heute auf morgen oder lass es von diesem Monat auf den nächsten sein, sich ändern werden. Und man hat letztendlich nur drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder ich heule bis an mein Lebensende rum und setze mir einen Schuss und ich komme nicht damit klar. Oder man sagt, ist okay, ich kann nichts dagegen machen, ich kann es nicht verändern. Ich versuche irgendwie das Beste draus zu machen. Oder man sagt, okay, ich möchte profitieren. Ich möchte die Welt mit diesen Veränderungen und mit diesem ganzen Scheiß und mit dem Schrecken, aber auch mit dem Guten. Ich möchte da etwas erschaffen. Ich möchte kreieren. Ich möchte ein Gewinner sein und möglichst viele auch auf das Boot holen, dass sie auch Gewinner sind. Ja? Aber um Gewinner zu sein, muss man ja auch seine Kraft aus Familie, Glauben oder so schöpfen. Wo, im besten wo kriegst Fall. Du deine ganze Energie her? Oder bist du überhaupt gläubig? Ich bin gläubig. Ich habe das lange Zeit nicht so wirklich definiert, also was jetzt genau von all den Glauben und so. Mhm. Meine Eltern, wie gesagt, sowjetische Juden. Ich habe viele christliche, muslimische, mormonische, hinduistische Freunde und jeder hat mir so einen kleinen Teil gegeben für meinen Glauben, bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist völlig egal, wie du das nennst oder wer jetzt recht hat oder wer nicht. Du spürst eine Verbindung zu Gott, zum Allmächtigen, zum Universum, zu dem, was dir deinen Weg bereitet, deine Familie schützt. Und wichtiger ist, als wie du dich gerade fühlst oder wer du gerade bist oder wofür du stehst, einfach etwas Größeres, etwas Höheres. So, ich bete, ich meditiere, ich spreche mit Gott und das ist einer. Und es hat lange gedauert, bis ich das so ganz frei und voller Liebe sagen konnte, ohne irgendwie so, Religion ist doch voll verantwortlich für all die Kriege. Nee, ist es nicht. Deswegen, mir geht's besser seitdem. Und ich schöpfe da viel Kraft und viel Frieden. Was nicht heißt, dass ab und zu auch mal Dämonen durchkommen, ne? Mhm. Die irgendwie sagen, nee, und nimm dir mehr und befolge mal nicht die Regeln. Und das ist auch okay. Familie, auch ein großer Teil für mich. Also jeder, der Kinder hat, wird es bestätigen können. Ja, es gibt all diese Vorurteile, so ne, dein ganzes Leben verändert sich, du kannst nicht mehr schlafen, du hast nur Stress, du kommst nicht viermal im Jahr nach Thailand. Ey, musst du viermal im Jahr nach Thailand? Kannst du nicht auch mit einem Kind oder mit einer Frau oder mit einem Kerl nach Thailand? Eigentlich verändert sich nichts, außer dass du einen höheren Sinn kriegst in deinem Leben und weißt, ich arbeite nicht nur für mich, ich existiere nicht nur für mich, ich gucke jetzt nach links und rechts auf der Straße, nicht mal für mich. Mir ist egal, wenn ich sterbe, ich will für meine Tochter da sein, also gucke ich nach links und nach rechts. Und das ist so abgefuckt erstmal, aber so schön danach. Ja, weil ja, man nein, ist das ja, hört sich cool an. Ja. Man ist ja vorher so, ey, mir so egal, so. Ja. Und jetzt ist es einfach nicht mehr egal. Und das zwingt einen, wiederum ein besseres Leben zu führen, aber auch besser zu anderen zu sein, weil du wieder merkst, ey, das sind auch Kinder von Eltern. Ups. Wird jetzt fast in dem Moment gerade einfach ein Kind geklatscht. Ja, weil du nicht nur für dich lebst. Baff! Kann euch nur sagen, glaubt nicht an die Psy-Op. Familie ist auf jeden Fall Win. Macht euch stärker. Macht euch stärker. Natürlich gibt es da immer Ausnahmefälle, ne, wo natürlich irgendwas alles komplett schief läuft. Aber natürlich. Zum Beispiel diese Angst, ich finde nicht den richtigen Partner und am Ende wird es ganz, ganz schlimm und wird zur Hölle. Passiert ja. Leute fangen an, sich zu hassen, die Kinder leiden drunter. Und denkt einfach an eure Kindheit, weil nicht jeder hatte eine gute Kindheit. Aber denk trotzdem daran, so hinter all dem Wirrwarr und den Sachen, die passiert sind und wo auch nicht alles gut gelaufen ist, denk daran, wie das Gefühl war, trotzdem geliebt zu werden von seinen Eltern. Und das ist das heiligste Gefühl, was es gibt. Das ist einfach diese Urliebe, ja? Und nicht jeder hat es leider. Aber falls ihr könnt, erinnert euch daran und seid euch sicher, ihr könnt es auch einem anderen Wesen geben. Und das ist so ein ewiger Kreislauf. Das geht immer, das ist die ganze Biologie, die Natur, die Evolution, das Universum, sind Wesen, die ihr Leben opfern, um ein neues Leben entstehen zu lassen. Und es geht immer weiter. Und diese Psy-Ops, ob jetzt ENDS oder WOKE oder was auch immer, WEF oder was auch immer, die versuchen für das Heil der Leute, die da sind, einen ganz wichtigen Teil der Evolution abzubremsen, zu töten im Prinzip. Und das ist der Kampf, den wir eigentlich führen. Du kannst nicht gegen das Göttliche angehen. Es gibt keine Chance. So, also warum wollt ihr das stoppen? Weil zu viele Leute da sind? Weil kein Platz mehr da ist? Nee, aber ich finde, das ist auch ein Hammer Schlusswort fast schon. Ich finde, ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, so was du den jungen Menschen mitgeben kannst. Das ist irgendwie so eine Standardfrage, aber dennoch eine sehr, sehr gute Frage meiner Meinung nach. Aber das hast du irgendwie schon indirekt heute schon 10-mal gesagt. Deswegen, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr jetzt einige Weisheiten mitbekommen. Ich für meinen Teil kann mich nur bei dir bedanken, dass wir heute mit dir drehen durften. Aber falls dir noch was durch den Kopf schwirrt, kannst du natürlich noch raushauen. Ach. Nein, so ich finde es auch so gerade schön. Es ist, du hast eine coole Art mit deinen Gästen, obwohl ich ja nur ein Interview gesehen habe und jetzt im zweiten schon bin. Da so eine friedliche Stimmung und Vertrauen aufzubauen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und deswegen, ich habe auch alles gesagt, was ich wollte.
danke auch euch, an alle anderen da draußen. Ne? Peace out. Keep living. Freunde.